Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hydroneer, wo wir die Landwirtschaft jetzt erstmal wieder verlassen haben. Denn wir müssen uns noch um ein anderes Problem kümmern, nämlich jenes, welches wir hier vorne haben. Wir haben hier nämlich unsere Diamanten-Wuptititätsanlage, die wir mit so viel Mühe ausklamüsert haben. Und jetzt funktioniert das so gar nicht mehr. Ich überlege jetzt gerade, wie wir das lösen wollen. Es gibt ja jetzt mehrere Optionen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt so, dass der Diamantenkompressor jetzt nur noch eine Sorte von Diamant aufnehmen kann und dann bei einem bestimmten Gewicht können wir den dann auslösen und dann läuft der raus. Das heißt, wir müssten theoretisch diese Anlage, die wir hier gebaut haben, für jede Diamantenfarbe noch einmal einzeln bauen. Also wir haben entsprechend grüne, blaue, dann haben wir Rubine, ist das glaube ich, ne? Blau war Saphir, grün war Smaragd, grüner Traum und dann ganz selten haben wir die hier. Wie heißen die? Onyx, genau, das sind die wertvollsten. So, das heißt also theoretisch, was wir ja hier im Moment machen ist, in dem Wissen, dass es ja nur sozusagen diese, dass am Ende nur die Diamanten rauskommen, haben wir das ja jetzt so gemacht, dass die einfach hier, also dass alles erstmal aussortiert wird und ganz am Ende kommen dann nur die Diamanten raus und die werden dann entsprechend hier komprimiert. So, und das heißt, wir müssten jetzt hingehen und die Diamanten vereinzeln und dann jeweils einzeln pressen. Wenn wir sie pressen wollen. Ja, und ich hatte in den Kommentaren ja auch die Frage gelesen, Garderul, warum hast du eigentlich diese riesen Anlage hier hingebaut, wo die Förderbänder einfach hier diesen riesen langen Weg gehen? Jetzt wisst ihr warum, damit wir, wenn irgendwas schief geht, hier noch Platz haben zum Ausbauen. Letztlich könnte man es so machen, dass hier dieses Förderband hier hinten langläuft und wir die Sachen gedreht aufstellen. Weißt du, was ich meine? Also, dass wir quasi so zuführen. Lass das Band hier langlaufen. Und diese Anlage bauen wir dann halt 4-5 Mal hier nebeneinander hin. Und die Sortierer kommen von dieser Seite dann reingelaufen. Also das heißt, wir müssten quasi hier vorne von hier aus weiterbauen, die Anlage umdrehen. Und die Frage ist natürlich, das muss ich jetzt auch noch ein bisschen testen, ist, funktioniert dieses System dann überhaupt noch, wenn das jetzt auch nur dann eine Sorte Diamanten ist? Das müssten wir auch mal testen. Wie testen wir das denn jetzt am besten? Also eigentlich müssten wir jetzt einmal alle Diamanten hier raussuchen und dann die Anlage einmal volllaufen lassen. Wir haben ja hier vorne das auf 1000 stehen. Dann könnten wir das ein bisschen runter... Aua! Dann könnten wir das ein bisschen runterstellen. Und dann könnten wir die volllaufen lassen. Und die löst ja automatisch dann aus, oder? Ich bin mir da gar nicht sicher, wie wir das angelegt haben. Wir probieren einfach mal. Wir nehmen jetzt erstmal alle Diamanten raus, soweit es geht. Und dann gucken wir mal. Sollte ich die eigentlich Diamanten nennen? Oder wie soll ich die nennen? Steine? Ist Diamanten korrekt? Eigentlich nicht, ne? Gems? Das funktioniert auch sehr wunderbar, was ich hier mache, ne? Also das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Wieso machen die eigentlich keine Geräusche? Fällt mir gerade mal auf. Ich höre nur die Musik. Wieso machen die keine Geräusche? Und wieso kann ich nur so wenig von denen irgendwie anfassen? Seht ihr das? Das ist ja sehr merkwürdig.
Und einige scheinbar gar nicht. So, also wir wollen jetzt herausfinden mit diesem kleinen Experiment, wie diese Wuptizitätsmaschine überhaupt funktioniert. Das Problem ist, ja, wir müssen die Anlage anwerfen, um das zu testen. Das heißt, wir können direkt auch mal eine kleine Inspektion machen, ob hier alles auch vernünftig läuft. Und wir müssen hier hinten einmal die... Okay, soviel zum Thema. Wir gucken, ob alles vernünftig läuft. Es läuft gar nichts. Jetzt läuft's. Sehr schön. Okay, seht ihr, sind wir hier hängen geblieben? Hier ist nichts hängen geblieben. Da kommen die Diamanten an. Hier ist jetzt einer fälschlicherweise reingelaufen. Deswegen würde ich gerne hier hinten irgendwo... Da kommt noch mehr falsches Zeug an, okay. Machen wir das jetzt mal als Notlösung so. So, dann laufen die hier rein und jetzt holen wir erstmal alles, was hier keine Miete zahlt. Das holen wir alles mal wieder hier raus. Und dann testen wir gemeinsam, wie denn der Laden funktioniert. So, dann stellen wir mal hier auf ein Gewicht von 20. Das sollte ja relativ leicht zu erreichen sein. Was ist das denn? Hä? Ah, es ist nicht resettet. Okay, da müssen wir mal eben kurz etwas zum Resetten hier durchjagen. Na komm. Hä? Komm, resette dich. Das ist ja... Was ist denn jetzt wieder? Wieso resettet der nicht? Wieso bleibt der bei 256 stehen? Sind hier 256 irgendwo drin und ich sehe die nicht? Gucken wir mal. Nanu? Sehr gut, Garderol. 296. Ist ja noch an, stimmt. Ja, wieso zeigt er jetzt noch ein Gewicht an, obwohl hier keins mehr drin sein sollte? Von wo kam denn nochmal der Reset-Impuls? Der kam sonst von hier, ne? Tut er aber nicht. Ich muss mal kurz überlegen, wie das war. Bin gerade voll verwirrt. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und Folgendes herausgefunden. Im Prinzip funktioniert das Teil noch. Was wir hier an Behavior gesehen haben, war, weil halt verschiedenfarbige Klötzchen drin waren. Diese Anlage hat sich jetzt resettet, so wie sie soll. Also steht jetzt wieder auf 0000000. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir schmeißen jetzt einfach mal hier einen Smaragd rein, von dem ich weiß, der ist auf jeden Fall leichter als die 20 Kilo, die wir eingestellt haben. Und jetzt werfen wir einen über 20 Kilo rein und pass auf, was passiert. Hat erkannt, hat gepresst, die Magneten ziehen den ganzen Kram hoch und wenn es denn irgendwie bitteschön geht, dann fliegt er gleich ganz spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noch nicht gleich. Any minute now? Ja. Da müssen wir vielleicht wirklich nochmal gucken, dass wir das irgendwie schräg stellen oder... Der hier eher angeht. Ich glaube, der geht verzögert an, ne? Ha. Also da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir hier so ein schräges Blech draufstellen. Um dem da so ein bisschen zu helfen, dass der nicht an den Magneten rangeht. Ich hatte das ja hier auch schon getestet, ne, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und jedenfalls, wenn der das dann irgendwann gleich geschafft hat, dann fliegt er hier durch. Und dann wird der Latch ganz normal ausgelöst, so wie wir uns das gedacht haben. Ich gucke nur gerade... wie die Verzögerung ist bei den Magneten. Also hier ist grundsätzlich erstmal eine Verzögerung drin. Das ist ja gut. Und ich überlege gerade, ob
dieser Magnet hier noch eine extra Verzögerung haben sollte, bevor der angeht, damit der andere den schon ein bisschen rüberzieht. Also damit das Rüberziehen auf jeden Fall gewährleistet ist. Haben wir noch einen Verzögerer hier irgendwo rumfliegen? Was ist das denn hier? Ein 10er-Verzögerer, ne? Ne, den brauchen wir nicht. Das hier ist, würde dann passen. Jetzt darf der aber nur an dem unteren Magneten dran sein, ne? Geht das? Kriegen wir das hin? Ha. Oh Mann, oh. Wieder alles umbauen. Für nur ein Teil. Oder muss der? Nee. Ja, das muss schon irgendwie so sein, dass der erst an ist und dann der andere. Hat der denn eine Verzögerung? Huch. Nee, ne? Wir lassen die Einladung die ganze Zeit laufen, ne? Das heißt, wir müssen gleich hier so einen Riesenberg... Oh. Okay. Einen Riesenberg Diamanten wegräumen. So, dann müssen wir das halt so machen. Dann den drehen. Und dann brauchen wir noch eine Kurve. Eine unserer zahlreichen geraden Kurven. Oh je. Haben wir jetzt allen Ernstes genau dieses eine Teil nicht mehr? Dann werde ich aber leicht erbost. Dann müssen wir uns das mal eben hier von dieser Anlage leihen. Die ist ja eh noch nicht fertig. So. Und jetzt bauen wir wieder den Verzögerer ein. Und dann müssen wir das einfach mal... Das war er, ne? Und dann müssen wir es einfach mal testen, ob das dann geht. Weil dann sollte ja zumindest, wenn er hochgezogen wird, ist auf jeden Fall der andere Magnet schon an. Und hat dann, entfaltet dann vielleicht die bessere Wirkung. Und wenn das nicht geht, müssen wir einfach so ein Brett davor setzen oder so. Einfach mal probieren. Das ist heute wieder eine Bastelfolge. Also hier ist ja immer wieder was anderes bei Garderol, ne? Ihr kennt das ja. So, pass auf, wir nehmen den mal weg und helfen mal nach. Nachhelfen heißt in dem Fall, wir müssten... wir müssten den stoppen, ne? Das heißt, wir müssen den einmal hier durchschieben. Damit er aufhört zu laufen. Damit er aufhört zu... Ach komm schon. Okay, es läuft. So, pass auf. Dann testen wir nochmal. Jetzt mit einer Verzögerung drin. Und los. Na, Leute. So, er hält ihn fest, wartet, bis wieder alles läuft. Und er wird ausgeliefert. Ist das was, Leute? Also so wird es funktionieren. Das bedeutet, wir können... Nee, wir können das nicht anschließen. Das Problem ist, wir müssen jetzt erst die Ver... Das ist ja super. Wir müssen jetzt erst die Vereinzelung bauen, ne? Ach, übrigens. Wisst ihr, was mich interessiert? Das gucken wir mal eben. Bevor ich das jetzt mal eben umbaue. Und wenn ihr übrigens findet, dass es gut ist, dass ich so viele Fummelarbeiten für euch außerhalb der Folgen erledige. Gerne bei Garderol Plus vorbeischauen. Guck. Wir haben schon einen weiteren Ernter wieder, wenn unser System richtig funktioniert. Ja, Garderol Plus kriegt ihr sofort immer alle Folgen der Staffel. Übrigens, nochmal, wenn irgendwas bei Garderol Plus nicht funktioniert, ich habe das jetzt auch wieder auf einen Kommentar geantwortet, aber dann gab es leider keinen weiteren Fehlerbericht, nutzt das Ticketsystem. Wir sind sofort und sehr, sehr gerne für euch da, wenn irgendetwas ist, reagieren wir sofort, denn wir wollen natürlich, dass es auch perfekt für euch funktioniert. Und ja, Leute, die ja schon mal ein Ticket gelassen haben, werden das auch bestätigen können. So einen schnellen Service gibt es in Deutschland, glaube ich, sehr selten. Service bist du Deutschland. Ja. Gut, also so würde die Anlage funktionieren. Das heißt, ich müsste jetzt Folgendes machen. Ich muss diese ganze Anlage auseinanderbauen.
Oder muss ich? Ja, ich fürchte schon, ne? Also einmal die ganze Anlage auseinanderbauen und dann fünfmal für jede Sorte der Diamanten. Ja, wie viel waren es jetzt? Wie viel waren es jetzt? Grün, blau, rot und Onyx. Viermal diese ganze Anlage neu bauen. Dann einen Vereinzeler hinten dran bauen. Und dann vereinzeln wir das und dann fallen die alle wieder zusammen hinten ins Silo rein. Fantastisch. Leute, das wird teuer. Leute, das wird aufwendig. Aber ja, für euch, die besten Zuschauer der Welt, mache ich das natürlich selbstverständlich. Und gleich seht ihr vielleicht schon das Ergebnis. Deswegen lohnt es sich auch immer bis zum Ende dran zu bleiben, ne? So ist das nämlich. Genau. Ich müsste das auch mal alles fertig machen hier. Eieiei. Ich habe ein bisschen Angst. Wieso geht das hier eigentlich nicht mehr? Kurz mal zwischengefragt. Da ist doch auch wieder irgendwas kaputt. Das ist ja wirklich merkwürdig. Muss ich mir auch nochmal angucken. Wir machen jetzt mal hier den berühmten Schnips und dann, ja, vielleicht knappt es ja, ne? Das, ja. Alright, meine sehr verehrten Damen und Herren, seid ihr... Weg ist sie. Und, ach so, die Zentrierer, genau, die hatte ich auch noch geholt. Denn, ja, da sind die neuen Sortiermaschinen. Und ich hoffe, das funktioniert so, wie wir uns das irgendwie vorstellen. Und dann würde ich sagen, können wir das auch direkt mal testen. Denn das habe ich noch nicht getan. Also das getestet. So, wir schauen mal. Na komm. Also, ich habe jetzt für jede Sorte, für jeden unterschiedlichen Diamanten, habe ich hier entsprechend hoch. Jetzt bleibt, sei nicht so. Jetzt habe ich für jede Sorte eine einzelne Vereinzelungsmaschine gebaut, die dann die Abwägungen stattfinden lassen soll. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns jetzt gleich mal ganz kurz noch aufs Ohr, damit es auch schön hell ist, während wir das testen. Und wie gesagt, ich habe keinen Versuchslauf gemacht. Das ist jetzt unser gemeinsames erstes Mal hier. Sozusagen quasi gelegentlich als solches. Und dann bin ich mal wirklich gespannt. Also so richtig, weil, ne? Das ist doch irgendwie... Ach, diese Wolken. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist... Es ist einfach irgendwie schön. Es ist so knuffig, es ist so... Es ist ja auch gameplay-technisch so durchdacht, ne? Muss man sagen. Dann auch die Sachen, die immer dazukommen, machen ja auch wirklich eine Logik, einen Sinn, ne? Dass wir jetzt diese Token haben dann für die nächsten Updates und so zum Testen. Und das ist, ja... Gut, dann schauen wir mal. Achso, ich muss die Größe noch einstellen. Hilfe. Was machen wir denn mal? 1000, ne? So. Und möglicherweise sind die Magneten jetzt auch alle falsch. Das ist, wenn man die Magneten zum ersten Mal ins System hängt. Da müssen wir mal gucken. So, wo ist denn mein Magnetstab hin? Ist auch bestimmt irgendwo geflogen. So, gucken wir erstmal, ob das hier geht, diese Abzweigung überhaupt. Ja, ja. Und der fällt rein. Genauso wie es sein soll. Dann der nächste. Schön zentriert. Ich habe übrigens jetzt hier ein Feld weniger bei den Magneten hier gelassen. Hoffentlich reicht das. Sonst muss ich das noch eins zurücksetzen überall. Und wir hätten vielleicht zu Versuchszwecken, sollten wir vielleicht mal einen hier runtersetzen auf 20 oder so. Ja, kommt er schon, ja. Wird gleich funktionieren. Zack. Oh. Ja, ich hatte die Verzögerung reingebaut, ne, die wir jetzt ausprobiert haben, aber... Das geht so noch nicht. Okay.
Da müssen wir nochmal ran. Oh, hier kommt gerade der nächste Eisenbahn angelaufen. Sehr gut. Da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Aus, bitte. Schönen Dank. Ach, das ist so awesome, wenn man hier das sieht, ne? Wie die ganzen Reichtümer dann hier so runterfallen. Ja, wie ich mir vorstellen könnte, dass das funktioniert, ist, wenn wir ein Blech nehmen und das dann schräg da ransetzen. Das hatte ich ja schon mal. Es war halt nicht so schön, aber es macht halt das, was wir wollen, ne? Müsste dann... So müsste das dann dahin. Ne? Und dann so? Hallo? Magnet? Ist der jetzt ausgegangen? Oh nein. Da müssen wir es nochmal testen. Das ist halt nicht so schön, ne? Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Mir fällt spontan keine ein. So, wir gucken. Hä? Wieso? Wieso sind jetzt da drauf gefallen? Okay, jetzt müsste er wieder auslösen, dass er gleich ausgeht. Jawohl. Und jetzt sind die Magneten auch zurückgesetzt. Aber beim ersten Mal funktioniert das alles nicht mit den Magneten. Beim ersten Mal sind die Magneten im Anzustand und wir hätten ja gerne im Auszustand, ne? So, und jetzt gleich. Ist es wieder soweit? Zack. So geht's. Ja, ist nicht schön, ne? Aber tut, was es soll. Warum ist denn der jetzt hängen geblieben? Oh je. Also, ich sehe schon. Da muss ich noch ein bisschen testen. Und basteln und so. Aber vom Grundsatz haben wir jetzt eine Sortieranlage, die das dann können sollte. Und da kann ich nämlich den ganzen Haufen auch noch wieder entfernen. Nur das mit den Magneten hier. Das ist irgendwie noch... Ist der wegen dem hängen geblieben? Da habe ich also noch ein bisschen zum Basteln. Kann sein, dass die Förderbänder nicht laufen? Aber warum nicht? Habe ich hier vergessen, was anzuschließen? Ja, hier muss ich nochmal... Ja, hier muss ich nochmal anschließen. Auch das noch. Okay. Aber solange das jetzt nicht läuft, kann ich ja hier testen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich möglicherweise eine Lösung für das Problem habe, weil... Hä, es ist schon hässlich, ne? Es ist schon hässlich. Es ist schon hässlich. Er muss halt, der Magnet muss irgendwie stärker sein, dass das dann da runterfällt. Und durch das Türchen läuft. Leider können wir diese Türe auch nicht drehen. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen das Ding und drehen das in einen anderen Winkel. Also wir können das nicht kippen. Ne? Das geht nicht. Was soll ich sagen, der zieht den beim Hochziehen da durch oder so. Vielleicht reicht auch diese eine Sekunde nicht. Vielleicht ist es der auch wirklich zu nah hier dran, ne? Vielleicht muss der wirklich zurück. Werde ich alles mal testen, liebe Leute. Ich danke euch jedenfalls sehr herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, ja, wir sind wieder einen großen Schritt weiter hier in unserem fantastischen Projekt. Denn jetzt muss das einfach nur noch so funktionieren und dann kann die Anlage einfach weiterlaufen. Und ja, dann bauen wir im Keller die größte Anlage aller Zeiten, EU West. Dir danke ich fürs Zuschauen. Hier ist der Schluss. Nächste Folge gibt es jetzt sofort für Unterstützer auf Garderobe Plus für eine halbe Pizza im Monat. Mich unterstützen. Vielen Dank an jeden, der das tut. Auch mit dem kleinsten Betrag hilft mir das sehr weiter. Denn wenn das 10 Leute machen, dann ist es auch schon mal viel wert. Danke fürs Zuschauen und alle Unterstützer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.